Servus, ich bin's Robin. Heute sind wir im Skatepark Mannheim und ich zeige euch heute, wie ein Bunnyhop funktioniert. Also bleibt dran. Also, der Bunnyhop ist eigentlich die wichtigste Grundlage beim BMX-Fahren. Ohne den geht gar nichts. Wie ihr den lernt, erkläre ich euch jetzt. Also, der Bunnyhop funktioniert so, dass ihr das als erstes das Vorderrad anzieht und im Nachhinein das Hinterrad nachzieht. Das sieht ungefähr dann so aus. Wichtig ist, dass ihr erstmal versucht, ein bisschen in die Hocke zu gehen, dass ihr Schwung holen könnt. Also ungefähr so. Als allererstes solltet ihr erstmal versuchen, das Vorderrad hochzuziehen. Das funktioniert, indem ihr einfach mal am Lenker oben reißt. Wenn ihr das nach ein paar Mal versuchen hingekriegt habt, kommt der nächste Schritt, das Hinterrad. Das Hinterrad kriegt ihr hoch, indem ihr mal mit eurem Oberkörper euch über den Lenker lehnt und versucht mit den Füßen, die winkelt ihr ein bisschen an, ungefähr in diesem Winkel. Damit könnt ihr nämlich das Hinterrad hoch katapultieren. Zeige ich euch jetzt mal, wie ich es meine. Also habt ihr gesehen, ich winkel meine Füße beim Hinterrad hochziehen nach vorne an, so dass ich Grip habe und damit das Hinterrad hochziehen kann. Wenn ihr das nach ein paar Mal üben hingekriegt habt, könnt ihr schon mal den ganzen Bunnyhop versuchen, also in einem. Dafür müsst ihr natürlich das Vorderrad und das Hinterrad in der Luft gleichzeitig hochbekommen. Natürlich gibt es auch einen falschen Bunnyhop und der sieht so aus. Vergesst den Scheiß. Erst das Vorderrad hochziehen und Hinterrad nachziehen. Beide Räder gleichzeitig anziehen ist falsch. Damit kommt ihr nicht hoch. Das ist total anstrengend und sieht auch scheiße aus. Also mit dem richtigen Bunnyhop kommt ihr viel, viel höher. Könnt alle Tricks eigentlich damit ausüben. Und ja, das wär's eigentlich. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Und ja, bis zum nächsten Mal.